Typ ist ein Zauberer. Julia, Außendeck. Hast du Brad da unten gesehen? Mein Bruderinstinkt spielt gerade ganz schön verrückt. Da unten lief eine Zeremonie ab. Da unten lief irgendeine total gestörte Zeremonie ab. Jemand sah mich. Dieser eine Arsch da drin griff mich an. Moment, was? Attackiert? Ja. Ein Arschloch in der Kutte. So ein Arschloch in der Kutte. Ich weiß nicht. Wenn Brad eines kann, dann ist es Konfrontationen vermeiden. Was ist nur auf dem verdammten Kahn los? Ich hab echt das Gefühl, dass da irgendwas, was Böses, etwas wirklich Böses am Werk ist. Gehen wir das Ganze doch ruhig und vernünftig an, okay? Was ich dort gesehen habe, da waren diese alten Soldaten. Sie lagen überall, sie waren tot, doch dann standen sie auf. Das klingt gerade gar nicht mal so verrückt. Alex war nicht der Einzige, Alex. Wovon redest du da? Da liefen so Dinger herum mit seinem Gesicht. Mit Alex' Gesicht. Es war so furchtbar. Julia. Ich würde doch nie... Das weißt du doch. Ja, ich weiß, aber... Das kann doch alles nicht wahr sein. Eins davon vielleicht. Aber doch nicht der ganze Scheiß. Das kann kein Zufall sein. Hier muss doch irgendwas vor sich gehen. Was wissen wir denn jetzt sicher? Was ist real? Ein Geisterschiff? Bin ich verrückt oder sind wir auf einem Geisterschiff? Als ob es die gibt und wir sind ausgerechnet auf einem und der Himmel hilft uns, wir sind total am Arsch. Ja. Das wollte ich auch gerade sagen. Wir sind nicht die Ersten, die hier komisches Zeug sehen. Es scheint, dass auch die Wachen panische Angst vor etwas hatten, das sie im Frachtraum sahen. In einer Notiz stand, dass viele GIs sich vom Wachdienst drücken wollten, weil sie Schiss vor irgendwas hatten. Was ist hier nur passiert? Was denkt ihr, ist wirklich mit dem Kahn hier passiert? Keine Ahnung. Die Zeitung war von 1947. Dieser Ort ist seltsam. Das ganze Schiff ist seltsam. Dreckig, stinkend, seltsam. Ja. Und ich hasse es. Alles an diesem Ort ist seltsam. Aber wo ist die Crew? Naja, die waren tot. Was ist mit der Besatzung passiert? Das ist schon besser. Wo sind sie alle? Das ganze Schiff stinkt nach Tod. Es ist wie ein Grab. Woher stammen die ganzen Leichen? Die sehen aus, als wären sie vor Angst gestorben. Wir wissen mehr als vorher. Ja. Wenigstens etwas. Die Zeit wird knapp. Wir müssen uns jetzt entscheiden. Wir müssen hier weg. Ohne die Verteilerkappe kommen wir hier nicht weg. Wir brauchen sie. Moment. Hier muss doch ein Funkgerät sein. Das könnten wir benutzen. Ja klar, sofern es noch funktioniert. Ja. Mal sehen, wie wir darauf kommen. Naja, die Lampen funktionieren ja auch noch, also von daher müsste das Funkgerät eigentlich auch noch funktionieren. So, weiter geht's hier in der gruseligen Welt von Ben auf Medan. Alles gut bei dir? Keine Ahnung, redet nicht mit mir. Wir müssen von diesem Schiff weg. Ach! Ja. No shit, Sherlock. Da blinkt was, da blinkt was. Was ist das? Patrone? Hört sich verrückt an, aber haben die das Flugzeug abgeschossen, zu dem wir getaucht sind? Das kann gut sein. Sorry, wenn ich gerade im Hintergrund ein bisschen was... Also, ich habe heute noch nichts gegessen. Das ist natürlich das Gesündeste, dass man sich auch gleich Weingummis reinpfeift. Deswegen, ich bitte vielmals um Entschuldigung. So, jetzt sind alle. Da leuchtet was. Ich will untersuchen. Oha. Toll. Wären nützlich ohne die ganzen Lecks. Ja, Einschusslöcher sind in den meisten Fällen. Falsche Taste. Was wollte ich überhaupt drücken?
Und sehr stimmungsvoll hier alles. Ist hier noch irgendwo was irgendwie? Nee. Aber ich bin mal gespannt, ob unser Herr, der ja geflüchtet ist, ob der hier nochmal auftaucht. Geht's darauf? Wo geht's? Leider nein, aber ich halte meine Augen offen. Ich möchte hier lang. Hat gerade was? Nee. Haha, blinky blinky. Und Jumpscare. Verdammt. Das war mir zu gewöhnlich. Anweisung für Gasmasken. Stellen Sie sicher, dass Ihre Masken korrekt sitzen, bevor Sie anderen helfen. Im Fall eines Gasaustritts oder Gasalarm. Geraten Sie nicht in Panik. Bleiben Sie ruhig und rufen Sie laut und deutlich Gas, Gas, Gas. Um weitere Personen in Ihrem Umfeld zu warnen. Halten Sie den Atem an. Zweitens. Platzieren Sie die Gasmaskentasche unter Ihrem linken Arm. Ziehen Sie den Schulterriemen über die rechte Schulter und haken Sie ihn in die Tasche ein. Schließen Sie den Gürtel um Ihre Taille. What? Drittens. Entfernen Sie Ihren Helm. Drücken Sie die Maske mit beiden Händen gegen Ihr Gesicht. Drücken Sie zunächst die Maske gegen Ihr Kinn und ziehen sich dann über Ihr Gesicht. Befestigungsriemen über Ihren Kopf. Oh Gott. Viertens. Entfernen Sie eventuell eingeschlossenes Gas. Schließen Sie das äußere Ventil und atmen Sie stark aus. Drücken Sie dann alle verbleibende Luft mit den Händen aus der Maske. Fünftens. Prüfen Sie, ob die Maske dicht ist. Sind wohl nicht ganz dicht hier alle. Indem Sie den Schlauch mit Ihrer Hand zusammendrücken und dann einatmen. Die Maske sollte nun Ihr Gesicht herum sich zusammenfallen. Ah ja. Wusste ich auch noch nicht, dass man die auch falsch aufsetzen kann. Naja. Sechstens. Tut ihr dies nicht, könnte die Maske ein Leck haben. Überprüfen Sie den richtigen Sitz der Maske und wiederholen Sie den Test, bis die Maske in sich zusammenfällt, um sicherzustellen, dass kein Leck vorhanden ist. Das oh Gott. Das wird ziemlich gefährliche Fracht gewesen sein. Ja, das ist ziemlich viel zu viel Text. Siebtens, lassen Sie den Schlauch los. Sie können ganz normal atmen. Setzen Sie Ihre Kopfbedeckung wieder auf und schließen Sie die Gasmaskentasche. Sie dürfen die Maske erst wieder absetzen, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Öffnen Sie die Maske einen Spalt weit und prüfen Sie die Luft. Falls Sie Gas riechen, schließen Sie die Maske wieder, atmen Sie stark aus und entfernen Sie eventuell eingeschlossenes Gas mit Ihren Händen. Nach dem Absetzen der Maske platzieren Sie die Maske und Schlauch wieder in der Gasmaskentasche. Sie können die Gasmaskentasche ablegen, indem Sie den Gürtel und den Schulterriemen lösen. Gasmasken werden nur im Fall eines Gasaustritts ausgegeben. No shit, Sherlock, wäre ich ja nie drauf gekommen. Okay, das scheint es auch gewesen zu sein. Vielleicht ist das ja noch hilfreich, dass wir jetzt wissen, wie man korrekt eine Gasmaske aufsetzt. Das muss man ja auch erstmal wissen. Da leuchtet was. Kann ich da hoch? Hey, wie wär's mit etwas Hilfe? Da war doch gerade was, oder habe ich mich verglotzt? Ich glaube, da geht's nach oben. Nein! Hilf mir hoch. Ernsthaft? Wer hätte gedacht, dass es da nach oben geht? Ich dachte, es geht nach unten. Ich zieh dich hoch. Und was ist mit unserer Primadonna? Kommt die wenigstens mit? Ich denke mal. Sind jetzt alle da? So, haben wir hier noch... Nein, ich komme gar nicht weiter. Wo ist Fliss denn jetzt schon wieder? Dezent nach oben gegangen. Alles klar, da geht's um Ecke. Da möchte ich aber noch nicht... Lang, ich möchte erst hier gucken. Das wird irgendwann mein Todesurteil sein, dass ich hier so neugierig werde. Naja. Kannst du machen. Nix. Musst du gucken, doof.
in mir staut sich so langsam das Gefühl, dass hier gleich ihr... Ich hätte jetzt mit dem Jumpscare gerechnet. Gerade bei dieser Kameraposition. Okay, da können wir rein. Sieht zumindest danach aus. Aber ich möchte erst einmal weitergehen. Weil erstens, da hinten steht Fliss. Hey, Flissy Baby. Alles fresh? So fresh, dass sie erstmal im Regen steht. Ja, wir haben ja wunderbares Wetter. Also temperaturtechnischer Art. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal hier rein. Na, wir versuchen. Hier drüben. Hier kommen wir durch. Oh. Triggern! Mach die Türe auf. Ladies first. Falls Gefahr hinter ist, können wir die Tür ganz schnell wieder zumachen. Das war laut. Ich denke mal, das Spiel möchte, dass wir da vorne weitergehen. Sonst gibt es hier auch nichts. Können jetzt da rein. Da müssen wir sogar rein, sonst gibt es hier keinen anderen Weg. Oh, er hier ist aber auch ganz, ganz einsam gestorben, oder? Sitzt da so sich selbst im Arm habend. Da ist ein Bild. Glotzen. Wieder eins von diesen Totems. Okay. Heißt das auf gut Deutsch, der hat sich jetzt selber hingerichtet? Na, ich will da lang. Geht nicht. Okay, wir können jetzt da den Gang lang oder wir versuchen was hier. Alles klar. Die Tür ist fest verschlossen, werte Herren und Damen, Genossen. Innen. Habt ihr das Funkgerät? Wie bist du eigentlich so schnell hier hingekommen? Es muss ein Funkgerät auf dem Schiff geben. Da muss eins sein. Du. Ja, Spiel, ich weiß, wie ich steuere. Ich bin immer noch für die Idee, eine Geisterbahn im Stile von... Oh Gott, noch mehr Text. Von einem Horrorschiff. Bitte nicht so viel Text, bitte nicht so viel Text. Ist ein leerer Zettel. Habe ich mir schon gedacht. Vom Kurs ab, schlechte Sicht, mieses Wetter. 0 Uhr 7, Sturm vom Kurs abgekommen. 0:12, Frachraum 2 überflutet. 0:23, schwerer Blitzeinschlag. Das haben wir ja im Opening gesehen. 0:48, Treiben im seichten Wasser, Position unbekannt. 0:1:20, Meerestiefen nicht kartografiert, Tiefe unbestimmbar. 01:32, Suche nach Mann über Bord beginnt. 01:40, Suche abgebrochen. 01:41, dichte Wolkenpositionsbestimmung noch nicht möglich. Das war's. Ah, wie gut das immer alles hier erhalten ist, ne? Da ist ja... Ah! Wunderbar. Funktioniert doch noch alles. Da haben wir... Ja, ekelhaft. Armen Kerl hat es wohl mitten in seinem Funkspruch erwischt. Ja, ekelhaft, so viel Text. 0201, Notruf abgesetzt. Funkausfall, SOS per Morsecode versucht. Viele der Crew tot. Klingt echt verzweifelt. Ich sterbe. Hatte aber immerhin in Schönschrift geschrieben. Immerhin. In Schönschrift. Guck mal. Ein Funkgerät. Wie toll. Nicht zu fassen. Das Ding funktioniert echt noch. Oh, wer hätte das gedacht? Die Technik hat sich in 70 Jahren kaum verändert. Solange Saft da ist. Ich probier's mal. Es geht doch. Ein Zahlensender.
Militärkanal. Ja, perfekt. Hey, hey, hört das jemand da draußen? Hallo! Oh, scheiße, da ist wer. Ja, sag was. Sachlich. Unsere Koordinaten sind... Falls uns jemand hört, wir sind auf einem alten Frachter. Unsere Koordinaten sind ungefähr 12 Grad 30 Minuten Süd, 151 Grad 20 Minuten West. Bitte, kommen Sie schnell, wir sind in Not. Wiederholen. Nein, wir sind nur ängstlich. Wir sind auf einem Frachter, verlassen, groß und alt. Groß und alt. Hallo, hört mich jemand? Bitte kommen. Kaputt. Ausgerechnet in diesem Augenblick. Seht mal hier. Da ist ein Loch im Boden. Wer hätte das gedacht? Ein Loch im Boden? Juwach. Nee, darauf kommt es nicht. Das muss irgendwo hinführen. Vielleicht können wir den Strom wieder anschalten. Wir brauchen Strom für das Funkgerät. Sollte einer hierbleiben, falls uns jemand anfunken will? Ich gehe. Natürlich. Ich komme mit. Hey, was? Julia, also, nein. Ist nicht mein Leibwächter. Ich kann auf mich aufpassen. Ich bin hier der Captain. Von irgendwas. Und der Captain sagt, ich komme definitiv mit. Okay. Du und ich, Fliss. Dann haben wir das ja geklärt. Es gehen einfach alle. Unfreiwillig.